So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute weiter. Die Frage ist, machen wir heute eine eigene, machen wir nochmal eine Erinnerung heute oder was steht heute so an? Haben wir noch ein, zwei, wir haben ein paar Erinnerungen auf jeden Fall noch. Hier oben ist ja auch noch eine und so. Ne, sind zum Partisanen Aktivität. Exotisches Rennen, na, will ich jetzt gerade nicht. Ach, wisst ihr was, wir machen heute das da. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen mehr Bock drauf. Oder Sequenz 6, der falsche Penny. Oder ist das gerade nicht? Schau mal. Ach, die haben wir schon erledigt, oder nicht? Hä? Wundert mich gerade, dass die. Dass wir die jetzt gerade nochmal. Also, die haben wir ja schon eigentlich geplättet. Wundert mich gerade. Die City of London sind wir ja durch, eigentlich. Okay, dann machen wir was anderes. Dann machen wir die zweite in Erinnerung hier oben noch, weil hier ist zum Beispiel noch eine. Und zwar das Berliner Fossil, heißt sie. Die nehmen wir mal mit. Sagen wir hier. So, damit sind wir, kennen wir uns ja aus. Wir nehmen das Massenereignis, was wir haben wir erledigt. Na, ich brauche gerade nicht. Ja, es ist Trend, das müssen wir auf jeden Fall immer noch machen, aber jetzt brauchen wir erstmal noch ein Level. Er sagt Level 8. So, gehen wir mal über das Dach hier. Am Bahnhof. Tap. So, wir wollen nämlich wieder nur eine kleine Erinnerung spielen. Was wir heute spielen. Also, wie gesagt, die Mission ist ein Berliner Fossil und ja, let's go. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Zwillingsschwester haben, Mr. Fry. Evie Fry, Sir, ist mir eine Freude. Normalerweise würde es mir ebenso ergehen, Miss Fry. Aber heute, fürchte ich, kann mir nichts Vergnügen bereiten. Das beunruhigt Sie, Sir. Ich bin gewohnt, dass man meine Ideen anzweifelt. Ich lebe geradezu dafür, das Hin und Her einer geistreichen Debatte. Zuletzt allerdings haben die Angriffe auf meine Reputation eine erschreckende Form angenommen. Gewaltandrohungen gegen meine eigene Person und meine geschätzten Kollegen. Ich möchte nicht, dass nur wegen meiner Forschung irgendjemand verletzt wird. Sie helfen mir bei Steric Syrup. Ich schulde Ihnen was. Wir halfen uns gegenseitig, Sir. Mein Bruder und ich sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeit in Frieden fortführen können. Okay. Was wissen Sie über Knochen? Nicht viel. Ich weiß, wie viel Druck man benötigt, damit sie splittern oder brechen. Dr. Schwarz auf. Aufspüren. Okay, das ist das Ziel, was wir heute haben. So, ich hüpfe mal kurz im Hoch, weil ich einmal mich kurz mal eben kurz umgucken will. Weil dazu brauche ich einen hohen Punkt. Ah, es sind wieder einige Feinde da unten. Na dann. Dr. Schwarz gefangen nehmen? Okay. Ernsthaft? Oh, super. Kann ich ihn nicht einfach töten?
Das würde gleich mit schwierig werden. Da sind ein paar Feinde da unten. Aber die viele scheinen nicht zu sein. Jetzt ziehe ich mal eins weiter runter. Ah, geht nicht, okay. Ich gehe mal ziemlich mittig auf die Dings hier. Tot. Problem natürlich, dass ich jetzt. Ja, wohl, ich komme oben drüber. Okay, das ist das Wichtigste. Dann kann ich nämlich das. Ah, Tessa, du bist natürlich jetzt da rum. Du läufst jetzt natürlich jetzt da rum. Jetzt würde ich da mal irgendwie jetzt. Let's off. So, und ich gehe wieder hoch. Es sind ein paar Gegner, ne? Oh, da müssen wir sie halt erstmal rausnehmen. Ich will das Ziel ja abschließen, darum geht es ja letztendlich. Ich meine, es sind nur drei Gegner oder so, ne? Wie viel geht? Ich nicht. Achso, das. Achso. Nicht mein Problem. Oh ja, wir nehmen sie alle mit, die Jungs und Mädels. Und da ist irgendwo noch eine goldene Kiste, die ich gerne mitnehmen würde. Die aber scheinbar gerade nicht hier ist. Dann ist sie wahrscheinlich unten drunter. So, also. Den einen brauchen wir, glaube ich, gar nicht mitnehmen, der eine, der da unten ist. Ich sehe sonst gerade jetzt keine Feinde, die irgendwie in der Nähe sein sollten. Doch, da. Geht aber runter. Irgendwas sieht mich. Ich sehe nur nicht, wo. Scheiße. Damit hat sich das mit dem unentdeckt bleiben definitiv erledigt. So viel Wahnsinn, mich. Schade, den hätte ich eigentlich so genommen. Ich habe es echt nicht gesehen, muss ich sagen. Dann halt nicht, dann nutze ich mir den, dann hole ich mir den so. Ich bin jetzt entdeckt worden, da ist es mir eigentlich relativ egal. Meinst du das?
Mann, jetzt ist es sehr jetzt wurscht. Ich nehme jetzt die Feinde aus dem Rennen und... Wäre nicht schlecht zu wissen, wie der Kerl aussieht. Brauche ich nicht. So. Jetzt weg. Vielleicht sind jetzt noch drei Feinde oder so, aber die kriege ich auch noch rausgenommen jetzt. Die sind nicht so stark. Den Gefängnis. Den Typen nehme ich mir noch, den hole ich mir noch. Da stehen sie. Ja, wie gesagt, ich nehme sie jetzt einmal mit. Der eine steht dort. Ah, drei. Und gute Nacht. Was sind noch zwei? War was? So, den einnehmen. Jetzt haben wir so, glaube ich, einmal alle komplett auseinander rausgenommen. Jetzt hole ich mir nämlich den Typen da. Sie und Ihre wertvolle Fracht für unseren Freund Mr. Darwin abholen. Achso, da muss ich da lang. Benehmen Sie sich ganz normal. Gut. Also, wie geht es Ihrem Vater? Womit ich meinen lieben Bruder Frank meine, mit dem ich aufwuchs. Versteht sich. Oh, fabelhaft. Schön, das zu hören. Ich tue mein Bestes, mich daran zu erinnern, die unbekannte Frau war, mich nicht über die Feind? Die mich heute da. Hergeführt hat. Es ist nicht sicher, allein zu reisen. Nehmen Sie mich mit. Hör damit auf, oder ich bring dich. Ich weiß. Wo ist denn der? Da. Wäre nicht schlecht zu wissen, wie der Kerl aussieht. So. Ich nehme sie einfach mal. Ich nehme meistens meine Gegner. Jetzt hätte ich meine Gegner mit aus dem Spiel. Wo ist denn der Ausgang da? Ich komme rüber. War doch noch ein paar Gegner gewesen, aber. Ah, das ist ja nicht schlimm. Ich erkenne die Gott sei Dank relativ schnell. Wo sind die jetzt? Ach, da oben. Och, lässt mich doch in Ruhe. Gute Nacht. Level 7, ja, das ist mein Level. Ohne Ihren Schutz werde ich sicher den Tor finden. Eigentlich wollte ich den jetzt nicht mitnehmen. Bleib mal hier liegen, mein Freund. Ach, da oben sieht mich noch einer. Und wo noch? Irgendwo muss noch einer sein. Letztendlich ist es. Lass mich da einfach nur. Komm her, mein Freund. So, Aufgabe erledigt. Schwarz hat den Zug nie bestiegen. Darwins Schicksal ist besiegelt. Auf Wiedersehen. War schön, Sie kennenzulernen. Darwins Theorien zerstören den Zusammenhalt und sagen: Was glaubst du, wo du hinfährst? Ich muss dieses Fossil zu Darwin bringen. So, gehen wir mal zu Darwin. Der will ja auch noch ein bisschen was mit uns quatschen. Der Vorteil ist, dass ich den Typen weg habe. Da lag noch so eine Leiche. Aber hier ist auch ein Feind, aber das ist für mich aber uninteressant gerade. Langsamer.
Na endlich. Mein Herz hat gepocht wie verrückt. Haben Sie es? Wunderbar. Ja. Aber wo ist Dr. Schwarz? Wahrscheinlich tot, fürchte ich. Er hat Deutschland nie verlassen. Aber immerhin konnte ich das Fossil beschaffen. Ja. Gütiger Gott. Ich sollte Ihnen sagen, dass kürzlich Männer zu mir kamen, die meine gesamte Forschung kaufen wollten, wenn ich bereit wäre, nur für Sie zu arbeiten. Selbstverständlich lehnte ich ab. Man kann wissenschaftliche Erkenntnisse nicht kaufen. Sie gehören der Allgemeinheit. Egal, was diese Schurken auch tun. Aufgabe erledigt. Mission. Diese scheiß Unendick. Ja, wir waren nochmal dick geworden. Ja, mein Gott. Schade. Gut, nehmen wir so trotzdem mit. Dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was als nächstes für uns ansteht.